immer wieder, der Wolke hat gerade davon geredet, dass er mit seinem fetten Ding Monster einen Teil haut. Oh ja. Hab ich da jetzt was falsch verstanden? Oh ja. Ja, und dann hat Nevergis abfällig genießt und ja. Abfällig. Hat mich voll verletzt. Mit dem Niesen. Es ist einfach so ja. extrem gewesen, es ist durch den PC gesprungen und ins Gesicht geklatscht. Auf jeden Fall, Mann. Klingt schon leicht eklig. Wir reden aber von Niesen. Ja. So. Okay, jetzt hast du mich los, weil ich habe keine Axt mehr. Aua! Aua, das hat weh. Okay. Ich laufe hier rum wie so ein gestochener, ey. Kohle habe ich. Kohle. Ich habe. Es ist wieder so typisch, du hast nichts außer Kohle. Ich habe 31 Kohle mittlerweile schon wieder. Dann machen wir uns mit der Kohle hier, mit der Holzkohle, einfach mal ein paar Fackeln. So, tada. Wir haben jetzt 54 Holz. Die tun wir uns einfach mal verarbeiten. Boom. Tada. So, dann machen wir uns daraus einfach mal wieder ein paar Zäune. Also jetzt schon, wir sind ja echt die sparsamsten ever mit unseren Rohstoffen. Das ist atemberaubend. Atemlos. Oh, bitte nicht. Oder wie meinst du? Ich kann dieses Lied auch auf den Toten nicht leiden. Auch nicht lebendig kann ich das. Das hat nichts mit Tod zu tun. Ich mag das auch lebendig nicht. So, okay. Jetzt haben wir uns hier auf jeden Fall von jedem bisschen Holz wieder gemacht. Wir haben auch wieder Fackeln ordentlich, dann wollen wir mit unseren neuen Grundstücke, die wir auch bauen, auch ausleuchten können. Bevor sich irgendwie so ein Creeper sagt, Helle, guck mal, was ich kann. Aber was habe ich natürlich vergessen in meiner überdurchschnittlich hohen Intelligenzquotientenrate? Richtig, ich habe ja vergessen, eine Axt zu machen. Und ich mache mir jetzt sogar mal eine aus Eisen, aus dem einfachen Grund, da Äxte wichtig sind. Einer macht schon noch aus Stein, so. Und wir das Holz sehr schnell brauchen. Da können wir ruhig noch mal Eisenaxt uns begönnen. Gönn dir Eisenaxt. Ja, gönn dir, der Bruder von Gandalf. Wer kennt ihn nicht? So. Haben Sie das Gefühl, ich schätze mich durch die Bäume durch, komme auf der anderen Seite raus und sehe den Creeper und boom, tot. Das ist bei Minecraft nicht meistens so. Ja, deswegen habe ich das Gefühl, ja. Das ist immer... Ich meine, nachts rechnest du damit, dass eventuell ein Creeper hinter dir steht, ne? Aber wenn du tags durch die Gegend läufst, auf einmal steht ein Creeper neben dir, dann denkst du dir auch so, ja, dankeschön. Wow! Haltet euch an, an eure scheiß Explosionszeiten. Und ich glaube, den Baum hier könnte ich jetzt abbrennen, weil der wird so schnell nicht verschwinden. Jo, da muss ich auf jeden Fall mit dem Feuerzeug machen, den kann ich nicht so stehen lassen. Ich werde den Rest jetzt einfach mal hier schnell decayen lassen und dann, warum nennt man das eigentlich decayen? Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht mal genau, was du damit jetzt meinst. Ja, decayen heißt, also sagt man in Minecraft zumindest dazu, wenn etwas sich auflöst, zum Beispiel der Baum, wenn die Blätter sich danach auflösen, weißt du? Ach so. Sag und die Kane dazu im Englischen, aber ich habe keine Ahnung, was das heißen soll im Englischen, auf Deutschen. Mir wurde das nur so beigebracht. Mir wurde es beigebracht. Von meinem Minecraft-Lehrer, den ich auch bestimmt hatte. Oh, so viele Zombies, ey, das ist der Wahnsinn. Gut, dass mir die Schaut, dass mir die Axt. Ja, dann lassen wir das mal alles hier runterkommen und dann werden wir. Oh, das ist ein Holz, super. Und dann werde ich den Rest abbrennen. Ein paar Büsche haben wir gerade wieder gut gemacht. Toll, Büsche. To do.
Alter, ein übelst zombie-verseuchtes Haus hier, das ist der Wahnsinn. Habe ich denn noch Erde irgendwie? Nee, Erde habe ich gar keine mehr. Habe ich hier noch Erde? Lass mal alles hier reinpacken, was so mit Zeug zu tun hat. Alles, was mit Zeug zu tun hat, hier rein? Erstmal, was mit Zeug zu tun hat, das kommt hier in das Zeugs. Mhm. Deutsch nicht korrekt und so. Pfeile brauche ich schon noch. So. Setzlinge schmeiße ich mal nicht weg, die kann man aber benutzen für irgendwas, keine Ahnung. So, jetzt hau ich erstmal hier dann leuchtet das bei unseren neuen Grundstücke aus. Denn ich bin mir so ziemlich sicher, dass wenn ich das hier ein bisschen länger lasse, dann taucht mir irgendwann irgendwas auf, was ich gar nicht haben möchte. Diese Geschöpfe nennt man auch Creeper. Sie sind böse. Böse. Böses im Busch. Ja. So. Ich finde das schon fast schon schön hier. Fast schon schön. So. Jetzt natürlich die Frage, ich habe wahrscheinlich darunter gehen müssen in die Weiten der Mine und werde nach Diamanten suchen müssen. Anders waren andere, wird mir nicht übrig bleiben. Ich habe eine Steinspitzhacke, da werde ich mir auf jeden Fall jetzt Holz mit runternehmen müssen. Holz, Eisen. Wow, ja stimmt, ich muss noch Wow mit runternehmen. Das auf jeden Fall. Das hast du vollkommen richtig erkannt. Nee, ich habe gerade auf der Karte nach was geschaut und auf einmal klebt ein ekelhafter Zombie an meiner Tür. Ich dachte an deiner Hand. Dann hätte ich dir jetzt gesagt, das macht sich nicht so gut für weiteres Überleben, wenn der Zombie an deiner Hand klebt. Auch am Auto macht sich der Zombie nicht ganz so gut. Oh, ja, aber ich meine, an der Hand, dann sollte man sich echt überlegen, ob man noch weiterläuft. Das hab gehört, ja. Da gibt es komplizierte Komplikationen, was? Ich lasse das mit dem Reden einfach, okay? Besser. Ich geb's einfach auf. Aua, Kopf davor. Hier ist die Kuh wieder. Ich weiß immer noch nicht, was die Kuh jetzt zu tun hat, aber ich habe eine. Das ist schon mal cool. Cool ist das. So. Was macht denn das ganze scheiß Wasser hier unten? Das ist doch unnormal. Da muss irgendwie so ein Programmierfehler gewesen sein. Wegen dem Wasser. Das ist bestimmt nicht so geplant gewesen. Sei natürlich, dass alle Erze, alle Diamanten mit Wasser ersetzt wurden. Das wäre mega doof. Ja. Ja. Das würde nämlich bedeuten, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Diamanten gibt hier und das wäre sehr dämlich. Dann kann ich das mit dem Buddeln hier unten nämlich gleich wieder vergessen. Lalalalalala. Das ist schon mal cool, die hole ich mir. Kohle ist wichtig, meine Freunde, die brauchen wir auf jeden Fall. La 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 la, Kohle abbauen, es ist so spannend, so mega spannend, da 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 da.
kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als Kohle abzubauen, mein ganzes Leben lang. In Minecraft. Yay! Yay! Jetzt will ich auch noch eine Menge von diesem, das ist wieder Kohle. Jetzt finde ich auch noch eine Menge von diesem Redstone. Ich sag mal, in der Nähe von Redstone befinden sich Diamanten, aber irgendwie ist das hier nicht der Fall. Gut, das war jetzt auch nicht so das coole Vorkommen. So. Go, go, go. Okay. Da ist wieder Kohle. Ich will keine Kohle, ich will Diamanten. I'm so sick of these Morganas and Tristanas. Was ist das denn? Ich habe läppisches Lazuli gefunden. Yay! Die Diamanten verarschen hoch Nummer 1 habe ich gefunden. Oh, guck mal, das sind Diamanten. Nein, das ist nur Lazuli. Das war am Anfang von Minecraft so schlimm, ey. Als du das Normal-Texture-Effekt noch benutzt hast, du denkst dir, yay, da ist was Blaues. Das ist nur Lazuli, toll. Okay, mit der Eisspitzhacke geht schon etwas schneller, aber ich finde ja nicht mal Eis, das ist krasse. Hier gibt's keine Höhen, hier gibt's gar nichts. Kohle! Hey! Total toll. Hier, das kommt, das ist beendet, das habe ich wieder 5000 Stapel Kohle. Aber nichts anderes. Das ist ja richtig viel erreichen, Let's Play. Das ist ja im richtigen Let's Play, so da habe ich ja glaube ich jetzt insgesamt drei ganze Stapel Kohle Blöcke. Was jeweils 9 Stapel Kohle sind, also so ungefähr 30 Stacks Kohle habe ich da jetzt schon. Leicht übertrieben, aber okay. Ja, du nimmst das immer so mit, wenn es dir entgegenkommt, weißt du, siehst du, oh, das ist Kohle, ja gut, nehme ich mal mit, ne? Ja, klar, man weiß ja auch nie, wann man es mal gebrauchen kann, ne? Ja, ne, ist, und dann nimmst du da mal, also jetzt ich, dann nutzt du da mal 10 Fackeln da, 10 Fackeln hier. Das sind 3-4 Kohle in Wirklichkeit und ja, toll. Komm ich denn her jetzt? Ich. Oh. Eisen. Ich hab mich verbuddelt. Hä? Ach, hier kam ich her. Gut, weiter geht's. La 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 la. Ich hoffe, dass ich noch irgendwas Spannendes finde. Ich frage mich, ob es hier Spawner oder sowas gibt. Oder auch so unterirdische Tempel oder so. Vielleicht sogar selbstgemachte unterirdische Tempel wäre auch cool. Mit vielen Spawnern drinnen. Mhm. Oh, die Kohle lässt liegen, ey. Das wäre jetzt schon zu blöd, ey. Übelstes Überlebenskampf, aber Kohle lässt du schon liegen. So, hier noch ein paar Mal in die Wand buddeln und zu gucken, ob da vielleicht Diamanten liegen, aber ich habe eher wenig Hoffnung. Na gut. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es wirklich keine freien Diamanten hier zu finden gibt. Obwohl es gibt immer diese Challenges, ne, wo sie sagen, ich finde euch Diamanten in 10 Sekunden.
Also werde ich einfach sagen, okay, ich finde jetzt Diamanten in Rekordzeit. Mal schauen, wie lange ich jetzt brauche. Drei Stunden später. Also wir finden Diamanten in Rekordzeit. Echt, der einfachste Weg, um Diamanten zu finden, ist eine Höhle. Was habe ich hier nicht? Richtig, eine Höhle! Warum willst du jetzt eigentlich Diamanten finden nochmal? Warte mal, ich habe mich gerade in meiner eigenen Gänge verlaufen. Na, ich brauche die Diamanten jetzt, weil ich dieses Schweine... Ich habe jetzt den Schweinedings da gefunden, wo die Tiere drin sind. Hier ist ja. Ich habe die Kuh wieder gefunden. Und da ist dieses, das ist mit Obsidian ummantelt. Oh, ich habe Gold gefunden. Ich könnte das Obsidian natürlich kaputt machen mit einer normalen Hacke. Die Frage ist natürlich, darf ich das? Brauche ich das Obsidian vielleicht später noch, um ins Nether reinzukommen? Sind es vielleicht genauso viel, dass man... Da denke ich mal schon. Ja, deswegen kann ich nicht einfach so jetzt da reinmarschieren, sondern würde mir lieber vorher wirklich eine Diamanthacke suchen. Weißt du Bescheid? Jo, weiß ich Bescheid, Junge. Vielleicht finde ich unten jetzt auch irgendwie eine Kiste, wo der Diamanthacke einfach mal drinnen liegt. Was weiß ich, der letzte, der hier war, der hat sich gedacht, okay, dann lege ich das einfach irgendwo 3 Kilometer unter die Erde, schaffe das mit Stein zu und hoffe, dass es jemand findet irgendwann. Ist das Kohle oder was? Ja. Oh, haltet, halt. Nö, das ist läppisches Lazuli. Und da ist meine Spatzhacke kaputt gegangen. Ich habe jetzt drei Eisen verballert. Und meine Ausbeute war Tonnen von Redstone, Tonnen von Lapis Lazuli, 5 Gold und 13 Eisen. Wobei Redstone ja schon wieder. Ja, da habe ich auch fertig. Da hatte ich aber auch schon eine Kiste gefunden, wo. Wow! Hatte ich eine Kiste gefunden, wo. Wow! Kann mir mal erklären, wo die Lava hierher kommt? Die nehme ich einfach mal mit. Ich weiß zwar nicht, warum hier einfach so ein Ding Lava liegt, aber ich nehme es mit. So viel, ich habe ja nur einen einzigen Block Lava bis jetzt, da kann ich mir ruhig mal ein bisschen was kredenzen. Ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich... Kredenzen? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich Lava finde, hallo? Und ja, kredenzen, das ist ja, wir führen ja ein Fachmännisch und... What the fuck, ich habe Diamanten fucking Amazon gefunden! Oh mein Gott! Das sind... Alter, wie viele sind... Boah! Das ist ja... Oh, Alter! Ja, scheiß die Wand, dann kreuzst du nochmal. So wie zu dem Abeson, so Let's Play, ne? Mhm. Alles klar. 9 Diamanten mit einem Schlag, Alter. Ziehst dir rein. Was? Ziehst dir rein. Wow. Also wir werden hier bestimmt nie Diamanten finden. Ich glaube, die gibt's gar nicht so in freier Wildbahn. Ich kann mich erinnern, gerade so jemanden gehört zu haben. Ich bin glücklich. Oh mein Gott, ich muss diesen